So, herzlich willkommen zurück zu einer Was soll es das bitte? Also das hier soll ja Miku Sakura darstellen. Aber wie Sakura schon sagt, ich kann tatsächlich das hier wegmachen. Sollen das eigentlich Kirschen darstellen? Jetzt wundere ich mich gerade, seit wann Kirschen gelb sind. Das sieht ja eher aus wie Äpfel. Man hat Äpfel auf dem Kopf. Was macht die da? Warum ist das so? Wer hat dieses Bild designt? Nee. Finde ich nicht in Ordnung. Also, nein. Gut, egal. Ist mir nur gerade aufgefallen. Let's go. So. Ja. Na komm, let's go. Oh, schon Level 24. Ja, wir haben noch weit Weg bis Level 36. Wo wir dann alle Fähigkeitspunkte haben. Naja, was soll's. Genau, wir können direkt weiterfahren. Wir waren gerade am Auftrag annehmen. Nee, haben wir schon. Wir sind gerade dabei, die Ware anzunehmen. So, also aufzuladen. Oder sind wir schon? Ja doch, genau. Das grüne Fädchen ist schon da. Da müssen wir hin. Zeit zu gehen. Wow. I'm better than you, bitch. So, 500 Kilometer. Okay. Das so halt. Da und da. Ich sag hier Mittelstreifen, die ist auf hier los. Eine einzige super breite Spur. Der war also doch ein anderes Material. Deswegen bin ich in die Seite geschlittert. Weil es wirklich ein anderer Straßenbelag in dem Moment war. Scheinbar. Lol. Wie gesagt, ich bin da zur Seite geschlittert, wie als wenn es regnen würde.
Ach so, bloß ein Autohaus. Dachte schon, weil hier so sah es aus wie so eine Industrieanlage, wie so ein Militärgelände. Ich weiß nicht, so ein Windkanal oder sowas. Aber nee, bloß ein Autohaus. Hm. Naja, vielleicht ein Autohaus für Militärangehörige oder sowas. Wer weiß. Auf jeden Fall nichts Interessantes. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Achso, zweite. Echt? Oh. Bitte rechts halten. Waren wir hier schon mal? What? Wie? Achso, LKW. Genau. Okay, wir sind auf der richtigen Seite. LKW ist auf unserer Seite. War gerade verwundert, weil der Bus auf der linken Seite war, aber scheinbar ist Güterverkehr und Personenkraftverkehr auf der getrennt. Seite. Jeweils. Whatever. Hä? Oh. Hatte die andere sie gar nicht angezogen? Lol. What the fuck? Wie viel darf ich fahren? Achso, 40. Alter, mein LKW ist voll kaputt. What the fuck? Alles Schrott hier direkt. Ja, moin. 7000. Ah, alles klar. Weißt du, auf der Autobahn kann ich rasen mit 140? Easy, kein Problem. Und hier? Mit Schritttempo auf der Rampe aufgefahren? Bumm. Totaler Schaden. Kontroller vielleicht abgeschlossen, ich kann weiterfahren. Ja, wohin? Ach, da. Eines der beiden Tore der rechten Seite, okay. €2000.
Ey, wieso prüfe Papiere? Ich dachte, prüfe Laderaum oder so. Ist immer beides das Gleiche. Mehr. Alles Verrückte. Oh, jetzt Attacke, wo man tanken kann. Lol. Oh, hier ist nur noch 50. Der hat einen Zug! Zug! Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Nochmal 4000. Geil. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich liebe übrigens das so wie hier, wenn du Gleise direkt in der Straße mit lang führen. Und dann am besten nur noch so ein Zug, der parallel zu einem fährt und dann so kleine, ja, Wettrennart. Ne? Ist immer sehr, sehr, sehr cool. So, überholen verboten. Das heißt, ich fahre hier mit 3 km/h lang und keiner darf überholen. Sehr geil. Warum kommt jetzt kein Zug? Mann, das wäre so schön. Ihr Schweine. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
Oh, ich darf mit 100 fahren. Cool, let's go. Darf man mit dem Auflieger auf 100 fahren? Nee, ne? Oh, nee, 80 Euro. Könnte ja passieren. Zum Glück hat mein Auflieger kein Tacho. Der weiß gar nicht, wie schnell wir fahren. Ernsthaft? Komm, setz dich zum Überholen an, fahren die schneller. Die Schweine. Nur weil der LKW abgebogen ist. Was für Verräter. Also 70. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Nur 50.
sieht voll schön aus, ne? Mit den ganzen Bäumen und so links und rechts. Also hier würde ich gerne arbeiten, in so einem Bürogebäude, wenn überall so Wald ist. Nicht, dass ich jetzt gerne in Belarus arbeiten würde, weil... Nee. Aber so von der Landschaft her, ne? Ist ja gleich wie mit Amerika. Ich würde unnötig in Amerika leben, aber von den Landschaften her ist schon geil. By the way, die Brücke ist auch sehr geil. Auch wenn die gerade super stockert. Oh, wir sind 80. Was für Aktion hier gerade gewesen? Dein Glück, dass ich gerade keine Bazooka-Griff breit hatte. Geradeaus. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Oh, wie war's? Oh, wie war's? Oh. Ja, wo denn? Ach, da. Also, aber machen wir hier Pause. Weil 3 Stunden, glaube ich, müssen wir das Rechnung durchhalten. Ne. Also machen wir lieber hier Pause. Hier können wir auch gleich tanken. Gut, können wir bei dem anderen Ding auch. Egal, halt auch mich zu hinterfragen. So. Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir alle machen würden. Weil das ja bei. Oh, darauf höre ich auf. Oh. Hab ich auf die Reset geachtet. Fuck, wir können gar nicht schlafen gehen. Ups. Warum ist die Zeit so kurz? So knapp. Auf geht's. Wie lange brauchen wir denn noch? Oh, wir brauchen es noch 3 Stunden. Na gut, da müssen wir durchziehen. Egal. Aber. In nächster Folge. So. Können wir nächste Folge die Fracht abliefern und dann mal gucken. Ja, schöner so, dass die Lieferung wurde auf die Sekunde genau kalkulieren muss. Haben wir überhaupt zwischenzeitlich geschlafen? Nee, ne? Wir haben gar nicht. Naja.